das, was ich eben meinte. Allerhand Teile, die hier noch herumliegen. Wie weit die jetzt noch gebrauchsfähig sind, das kann man jetzt so nicht erkennen. Aber... Oder die Waldfee. So Freunde, ich begrüße euch zu einer neuen Tour. Wir sind heute ein bisschen ländlicher unterwegs, haben hier auch eine richtig coole Location entdeckt. Also hier gibt es echt viel zu sehen, viele alte Maschinen. Ja, schade ist halt nur, dass es gerade schüttet wie aus Eimern draußen. Deshalb sind wir auch klitschnass geworden. Und inwieweit jetzt Aufnahmen von außen möglich sind, da müssen wir nachher ganz einfach mal gucken. Ja, in diesem Sinne viel Spaß und los geht's. Das ist, was ich meine. Hier sind überall alte, ja, landwirtschaftliche Maschinen. In jeder Halle, in jedem Gebäude. Also das ist echt der absolute Wahnsinn. Ne? Sowas sieht man leider nicht mehr allzu oft. Ja, für Fans solcher Sachen ist das natürlich ein Jackpot. Habt ihr schon herausgefunden, für was das hier alles gut ist? Wahrscheinlich irgendwie eine Förderanlage, ne? Das sieht ja ganz nach einem Förderband aus hier. Ja, Freunde, ich muss euch ehrlich sagen, ich habe so etwas auch noch nie gesehen. Also in diesen Ausmaßen. Und wir können euch auch echt nicht genau verraten, was das hier alles ist. Was ich aber weiß, ist, dass wir einige Experten dabei haben. Und also Menschen, die sich mit sowas sehr gut auskennen. Wenn ihr es wisst, dann klärt uns mal auf und schreibt es in die Kommentare. Aber ja, ich könnte mir nur vorstellen, dass das alles so ein bisschen selbst irgendwie zusammengebaut worden ist. Irgendwie eine Förderanlage vielleicht. Aber genau wissen tue ich es nicht. Also das muss auf jeden Fall irgendwie so eine Art Fließband, Förderband, was auch immer sein. Und ja, also irgendwas haben die sich hier schon zurecht getüftelt. Es sieht alles auch sehr, sehr spektakulär aus hier, finde ich. Aber es ist halt auch schwierig, genau zu bestimmen, ja, was hier genau gemacht wurde, was das für Geräte und Maschinen sind. Aber wie gesagt, wir haben ja sicherlich den einen oder anderen Experten, der uns das mal ausführlich in die Kommentare schreiben kann. Und was auf jeden Fall auch sehr cool ist, es sieht so aus, als würde es aufhören zum Regnen. Denn draußen stehen auch noch viele spannende und interessante Sachen, die wir euch natürlich zeigen wollen. Das war vorhin allerdings nicht möglich, denn gerade als wir das Gelände betreten haben, ja, da kam der große Monsun. Und ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, erst kam zwar der Tropfen, ein paar Sekunden später, da hat es geschüttet wie aus Eimern. Ja, und dann kann man natürlich draußen nicht viel filmen, nicht viel zeigen, denn ihr wisst, wie es ist, die Technik, die ist extrem anfällig. Der Camcorder hat auch wieder so ein bisschen seine Macken gehabt, aber ja, bei dem Regen ist das auch gar kein Wunder.
wie ihr seht, auch hier draußen gibt es allerhand zu sehen. Wir waren jetzt in zwei Gebäuden schon drinnen. Wir werden gleich noch versuchen oder gucken, ob wir noch weitere kommen. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie was mit Getreide zu tun hatte. Ganz genau weiß ich es aber nicht, weil über das Gelände wissen wir an sich auch nicht wirklich viel. Wir werden das als Tipp kommen, hey, fahrt da mal schnell hin, guckt euch das an, da steht viel rum, viele alte Maschinen etc. Und oh, ich sehe, hier geht's rein. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Ja, hier stehen die ganzen Behandlungszeug. Dünger, Pestizide etc. Ja, hier riecht es auch schon ganz übel drin. Wir sind jetzt in ein weiteres Gebäude gekommen. Und auch hier, könnt euch das nicht vorstellen, hier ist alles voll. Der blanke Wahnsinn. Da weiß man gar nicht, was man sich zuerst anschauen soll. Und hier ist genau das, was ich meinte. Oh, ich hoffe, man hat es gehört. Es rumst und donnert draußen schon wieder und es fängt auch schon wieder an, so richtig doll zu regnen. Egal, also wie gesagt, überall liegen hier Teile rum. Inwieweit die jetzt noch gebrauchsfähig sind, das weiß ich nicht. Aber das ist schon krass. Und eins kann ich euch versprechen. Es kommt noch mehr. Hier haben wir eine alte Waage. Kann ich mich ja mal draufstellen und gucken, ob sie noch funktioniert. Und da hat es nochmal so richtig gedonnert eben. Hier auch noch allerhand Maschinen und deren Überreste. Eine kleine Werkbank. Und was haben wir hier? Da gucken wir mal gleich rein. Das sind aber nur irgendwie leere Kartons. Da ist nichts drin. Ich glaube, das muss man jetzt echt mal so ein bisschen auf sich wirken lassen. Diese ganzen alten Fahrzeuge und Maschinen, die hier in dieser Halle en masse herumstehen. Also hier gibt es so viel zu sehen. Ich kann euch verraten, da macht das manchmal gar keinen Spaß zu filmen, weil man selber mal viel gründlicher gucken möchte. Und ja, aber so richtig angetan hat es dieses Fahrzeug hier. Hat es mir dieses Fahrzeug? Ich finde, das ist der absolute Hammer. So, Freunde, ich glaube, jetzt ist ein Auto gekommen. Um das einmal kurz aufzuklären, es klang eben so, als wenn hier ein Auto lang gefahren ist auf dem Gelände, was eigentlich nicht möglich ist, weil Autos können hier nicht richtig rauffahren. Wir gehen auf Nummer sicher und werden das Gelände jetzt verlassen. Wir haben zum größten Teil auch alles gesehen. Hier haben wir nochmal ein altes Lager, das zeige ich euch nochmal fix. Und dann sollten wir hier, glaube ich, ja, vom Gelände runtergehen, zum Auto zurückgehen. Also das ist das Lager, was ich erwähnt hatte eben. Ihr seht, hier liegt auch noch allerhand herum. Da hinten noch ein paar Chemikalien, Dünger, Pestizide, alles noch vorhanden. Nichtsdestotrotz werden wir dieses Gelände jetzt erst einmal wieder verlassen, denn das mit dem Auto eben, ja, ist nicht zu unterschätzen. Es kann natürlich sein, dass ich mich geirrt habe oder dass das Geräusche waren, die durch das Gewitter gekommen sind, weil es zieht nämlich gerade ein neues auf. Egal, wir werden jetzt zurück zum Auto gehen und dann sehen wir uns da gleich wieder.